bist, Roman Pfammatter, bei Romfront, vom Open Gampel. Roman, das Festival hat gestartet, wie fühlst du dich? Sensationell, wir sind gerade durch das Festival durchgelaufen und dann in den Monkeys gesehen, auf der Bühne 2. Ich finde es sowieso cool, wenn wir mit einer Walliser Band starten und es hat uns schon ziemlich leid getan. Wir sind bis uns auf den Zahlplatz gelaufen, keine Kosse, müssen etwas vorbeibringen und es hat mich fast umgehauen. Also die, so viele Leute am Donnerstag, um diese Zeit haben wir ganz sicher noch nie gehabt. Die stehen hier kilometerweise fast an und das ist ein wunderschönes Gefühl. Ich fühle mich immer extrem gut, wenn es mit den Bands losgeht. Wir haben das ganze Jahr Arbeit und plötzlich geht es los und das ist ja so, ja, ist unbeschreiblich, aber auf jeden Fall ein sensationelles Gefühl. Du sagst, das ganze Jahr plant man für das Festival. Kannst du mal kurz erklären, wie man so ein Programm zusammenstellt? Das ist leider so kurz nicht erklärbar. Das ist ein längstes Thema. Also wir haben jetzt schon bereits die ersten Bands für 2012 offeriert. Es wird immer wie früher. Früher haben wir irgendwie mal so Mitte Jahr angefangen. Jetzt, die letzte Zeit haben wir nach dem letzten Festival angefangen. Jetzt fahren wir schon, bevor das Festival überhaupt durch ist. Das ist auch, weil wir an den Erfolg von dem Festival glauben. Im Prinzip muss man sich vorstellen, es gibt einfach ein gewisses Pensum an Bands, die unterwegs sind im Jahr. Und das kriegen wir relativ schnell im Herbst mal so die ganz grossen kriegen wir mit und dann geht der grosse Fight los mit allen anderen Festivals. Das heisst, wir müssen diesen Bands nachher sagen, was die Band für uns an einem Festival wert ist. Ein gewisser Betrag, dem sagt man, wir müssen noch Fahrten machen. Und nachher kriegen die Bands, wenn sie vielleicht 50 Festivals spielen, kriegen die 150 Fahrten. Dann kriegen 50 auf einmal draus, weil sie sowieso nicht in Frage kommen, weil sie einfach schlichtweg zu wenig offeriert haben. Die 100 sind im Rennen. Meistens müssen wir nochmal eine zweite Runde machen, nochmal mehr offerieren. Dann bleiben vielleicht noch so 70 und nachher kommt eigentlich nach einem wochenlangen Verhandlungen kommt erst der entscheidende Punkt und das ist das Touring. Das heisst, haben die Bands überhaupt die Möglichkeit, die 50 Festivals, die gut offeriert haben, aneinander vorbeizubringen vom Reisen her. Und leider ist halt immer da der Moment, wo viele Festivals draus gehen und wir leider viel euch, weil wir einfach ein bisschen weg sind vom Geschütz. Also wir sind wieder weg von den Festivals in Deutschland, von Österreich, von England, gar nicht reden. Wir haben immer ein bisschen das Problem, die Bands hierher zu kriegen. Und darum wäre einfach das grosse Glück, dass die Bands, viele Bands ist wellend kommen und das Touring so machen, dass sie kennen auf Gampel kommen, weil es einfach für die Bands auch hier ein cooles Festival ist, mit in den Bergen. Wir machen das Allermöglichste für denen, einen Top-Aufenthalt zu bieten und für das gemütlich zu machen. Die sind immer eigentlich hellbegeistert, erzählen das umeinander. Und darum haben wir überhaupt die Chance, wirklich so coole, grosse Bands hier zu buchen, wie wir immer zu Gampel haben. Wie schwierig war das dieses Jahr, das Programm zusammenzustellen? Es ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche, gleich schwierig, oder, ja, weil man muss einfach halt kämpfen um die Bands. Man muss, vielleicht ist euch eine Kunst an der ganzen Geschichte, sich mit dem auseinanderzusetzen oder mit dem zu arbeiten, wo man Möglichkeiten hat, nicht immer irgendwelche Träume nachzieifern. Ich habe immer Träume von Bands, die ich unbedingt die Welt jetzt gampeln will. Nachher werden die monatelang nacheifern, nachher kommt sowieso nicht, dann werden häufig andere Chancen verloren. Ich glaube, die Kunst liegt einfach da drin, irgendwann mal zu spüren, haben wir eine Chance, haben wir nicht, passt die Band auf Gampel und so. Also der Fight ist schon sehr gross und es kommt noch dazu, dass natürlich die Festivals auch immer wie mehr zahlen für die Bands, weil es immer wie schwieriger wird und das ist für uns definitiv ein Problem, weil so viel Geld haben wir nicht, kennen wir nicht, uns wollen wir auch nicht. Die erste Priorität ist, dass wir das Festival so über die Bühne können bringen, dass wir das nächste Festival wieder können machen und das halten wir schon für euch und darum es ist schon langwierig, schwierig, nervenverreibend, aber wenn ich vorher gesagt habe, wenn ihr jetzt hier kommt, die erste Band spielt, geht gerade hin heute. Da muss ich die Arbeit. Dennoch hast du völlig viele Probleme gehabt, jetzt, vor allem jetzt am Schluss. Wo hat das gesehen jetzt eigentlich in der Schweizer Festivalszene, dass Headliner plötzlich absagen? Und letztes Jahr war das eigentlich nicht der Fall gewesen. Und ich habe jetzt zwei Bands getroffen, Tricky und Simple Plan. Schweizer stehen, wenn da plötzlich Bands absagen? Das ist unser Moment, wo vielleicht gerade 10 Minuten immer ein bisschen schlecht kommt. Und nachher müssen wir sofort einfach die Nerven zusammenreißen und sich mit der Situation auseinandersetzen und sofort eine Lesung finden. Also ich meine, so 2-3 Wochen vor dem Festival wie Tricky, das ist noch so einigermaßen machbar. Aber ein Co-Headliner vom Samstag am Abend weniger eine Woche vor zu verlieren, das ist also schon nicht ganz einfach. Es ist vielleicht von dem her, schwitze ein bisschen oder macht es mir ein bisschen Bauchweh, weil ich weiss, in dem Moment schon, wir werden es kaum herkriegen, so coole Band wie Simple Plan oder die anderen Co-Headliner, die wir haben, gleichwertig zu ersetzen. Das ist fast nicht möglich, aber wir geben tagelang wirklich alles, damit wir eine gute Variante finden können. Und ich bin der Meinung, wir haben für beide eine gute Variante. Kalkbrenner sowieso. Kalkbrenner ist voll im Trend und wir sind da auch im Trend mit dem.
dem, die ganzen elektronischen Sachen sind im Kurs. Für uns ist das Gampel ein bisschen neu, aber wieso nicht? Also wir müssen vorwärts schauen und versuchen euch jedes Jahr neu zu orientieren. Die Lesung jetzt mit dem Cool Savage war ein bisschen ein anderer Grund. Das ist, weil wir wirklich lange einen Rock'n'Roll-Co-Headliner wollten. Es hat sich einfach nichts mehr aufgetan. Und wir haben euch schon eine Kritik gehabt, dass wir dieses Jahr sehr wenig wirklich Hip-Hop haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nutzen wir doch die Chance, gehen über auf China Hip-Hop. Und Cool Savage war immer schon ein Kandidat gewesen, wäre vielleicht nächstes Jahr auf dem Programm gestanden. Jetzt haben wir noch dieses Jahr schon auf dem Programm. Und ich würde sagen, so innerhalb ein paar Stunden so einen Co-Headliner auf Gampel zu kriegen, wenn man bedenkt, die ganzen Reiserien und Technik und Backline und Traritra-Raum, Flick, innerhalb zwei, drei Tage, das ist sicher eine Leistung vom Cool Savage. Ja. Hektisch ist es geworden mit der Show von Chemical Brothers und die Auswirkungen. Also da hat er viel müssen arbeiten. Ja, das ist natürlich auch, in dem Sinne haben wir das ein bisschen gesehen. Weil Chemical Brothers ist natürlich eine Show, also das ist eine Show, das hat eigentlich mit viel Rock'n'Roll und Gitarre und Schlagzeug nicht mehr viel zu tun, sondern da geht es wirklich darum, das ist einfach guter Sound, gepaart mit einer extremen Show. Und das war schon klar, dass wir da ein bisschen an die Grenzen stoßen. Aber das soll auch so sein, dass wir abends an die Grenzen stoßen, dass man ein bisschen den Horizont erweitern kann mit diesen Möglichkeiten. Und es wird eine gigantische Show geben, definitiv. Und wir haben jetzt mit Chemical Brothers zusammen eine super Lesung gefunden. Wir haben tagelang geschaut, wie kriegen wir die ganzen Bildschirme, die ganzen Trass, die ganzen Lampen, wie kriegen wir das drin auf die Bühne. Und wir haben es geschafft. Und schließlich sind wir auch da zum Arbeiten. Also schlussendlich müsste das Bild gut aussehen. Und ich bin bombensicher, die Leute morgen Abend, die werden dann nur noch vor der Bühne stehen und das Müll nicht mehr zurückkriegen. Weil ich weiss so zwei, drei Sachen. Es gibt noch eine gigantische Lasershow dazu. Es geht mit diesen LED-Wänden und so. Also ich bin selber inzwischen sehr gespannt, was da alles auf die Bühne kommt. Ja. Du hast jetzt eigentlich einen super Tag schon hier geschafft. Heute sind die ersten Künstler gekommen. Kannst vielleicht so ein bisschen Insiders durchgehen? Was läuft so in deinem Bereich, im Artist-Bereich? Gibt es irgendwelche Geschichten schon, irgendwelche Schmankerl von Bands, die da sind? Ja, also was eigentlich lustig war, gestern am späteren Nachmittag gucken wir im Büro. Sie waren eigentlich schon recht entspannt, weil nachdem man so einen Redercode-Liner gefunden hat, hat sich alles ein bisschen beruhigt. Und nachher steht plötzlich einer vor der Tür. Alle drei Tracks von Chemical Brothers sind schon da. Und das sind natürlich immer lustige Sachen. Da lachen wir immer herum. Das ist letztes Jahr auch schon passiert. Plötzlich Headliner einfach viel zu früh kommen. Und dann müssen wir schauen, wo wir die parkieren. Also das ist sicher schön. Und heute auch, also heute Morgen ist extrem früh losgegangen. Wir haben alle schon die Nacht durch da gehabt. Und ist auf einer Seite da. Leicht anstrengend für uns, weil wir natürlich aber morgen macht die Nine, die ganzen Amis und so schon in der Hütte haben. Auf der anderen Seite sind wir natürlich froh, wenn die Bands da sind. Und man merkt heute schon, heute ist Punk-Abend, heute ist Rock'n'Roll-Abend, da sind die Gäste, die wir hinten haben, sind schon ein bisschen anders wahrscheinlich, weder der Mohren, der Chemical Brothers Gäste. Und so macht das alles ein bisschen spannend und abwechslungsreich. Aber so wie ich das sehe, im Moment sind alle super gut drauf, genießen die Sonne, wir haben träumhaft schönes Wetter. Wir haben flutwarm, die sitzen alle in der Sonne, lehnen zurück, riechen etwas, haben es gemütlich, haben es schön und sind dementsprechend sicher auch gut drauf, für heute Abend coole Konzerte zu machen. Okay, Roman Pfommatter, herzlichen Dank und weiterhin viel Spass mit der Arbeit in den vier Tagen. Merci vielmals, werde ich haben.